Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Mit diesen Bildern, mit diesen prachtvollen Bildern möchte ich euch zu meinem neuen Video recht herzlich willkommen heißen. Heute sind wir nochmal im Kurpark in Wilhelmshaven und ich bin ja schon ein paar Mal durch diesen Park gelaufen, habe im Frühling, im Sommer Bilder für euch eingefangen, aber im Winter, das hatte ich noch nie. Das ist auch eine Premiere und das wollte ich euch lieber auch mal zeigen, weil ich das Ganze so in dieser Konstellation sehr eindrucksvoll finde. Sie hören hinter mir, da sind auch junge Leute, die auch diese Aussicht genießen. Und das ist einfach wirklich sehr schön, das hier zu erleben. Vor allem, wenn man gerade durch diesen Schnee durchstöbert, sich durcharbeitet. Und aus dem Grunde werden wir uns mal so ein bisschen nach rechts und nach links drehen und uns mal diese Pracht noch einmal anschauen und verinnerlichen. Also ich finde das persönlich sehr eindrucksvoll und wenn das euch auch gefällt, dann bleiben Sie dran, damit ich euch noch weitere Eindrücke hier vom Kurpark einfangen und zeigen kann. Also da hatte ich gerade noch einen Vogel gesehen, der auf so einer Stange, auf so einem Ast saß. So, gucken Sie mal, wie gemütlich der trotz dieser Kälte, trotz dieser, ja, eigentlich aus der Sicht eines Vogels aussichtslos, weil der muss jetzt länger suchen, um an Futter zu gelangen. Von daher ist es dennoch interessant, dass der so ruhig und geduldig da warten kann. Ja, dann, dieser See ist im Sommer ganz anders gewesen. Oder dieser Teich ist ja keine See, sorry. Ganz anders gewesen. Das war eben, gefüllt mit Enten, Gänse und anderen Vogelarten. Aber die sehe ich gerade. Also habe ich vorhin erst gar nicht gemerkt. Sie sind im Schnee untergegangen, liebe Leute. Aber wenn ich so sehe, hier sitzen die doch. Da ist noch so eine kleine Möwe, würde ich sagen. Und auch die Enten genießen die Ruhe, sparen Energie, wahrscheinlich bewegen sich kaum. Da kommen noch zwei, also ein Paar kommt noch daher, gewatschelt. Ja, also das sind so von diesem, aus diesem Bereich. Ach, jetzt sind die schon geflogen. Da ist eine leichte Bewegung, weil die uns jetzt gesehen haben, natürlich. Schade, wir wollten euch gar nicht stören. Aber scheinbar haben die eine Warnung erhalten von irgendeiner Ente und die haben gedacht, ach, da ist eine Gefahr, schnell weg hier. Haben sich erstmal ins Wasser begeben. In dem Sinne, die Möwen, die fliegen noch ein bisschen herum, aber nichts anderes machen die den ganzen Tag. Ja, da sind sie nochmal im Schwarm, in der Luft. Ja, das ist doch auch mal ein bisschen Bewegung hier reingekommen. Wir drehen uns nochmal um und schauen uns die Rückseite an. Dahinter sehen wir die Kurklinik hinter den Bäumen. Und die Kurgäste haben es bestimmt hier auch mal schön, eine schöne abwechslungsreiche Gegend, dass sie mal eben schnell in so einer schönen Parkanlage sind, sobald die da rausgehen. Denn es muss ja da eintönig sein. Und dann ist das eine willkommene Sache, wenn die mal vor die Tür gehen und dann sich direkt in so einer schönen Pracht wiederfinden. Ja, aber mal saßen hier Leute, haben dann den Teich beobachtet, die Enten beobachtet und die Ruhe genossen. Aber der Winter gönnt auch mal dem Wald und diesem Teich eine gewisse Ruhe und dadurch ist das hier so ein bisschen weniger besucht. Aber was mich hier auch interessiert, ist, dass jemand wohl Mitleid mit dieser Statue hatte und auch mal einen Schal drum gebunden hat. Scherz beiseite, ich denke mal, das hat wohl jemand gefunden und da hingelegt, damit der mögliche Sucher den Schal auch wieder schnell findet. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Vielleicht sehen wir noch ein paar schöne Ecken, wo es sich lohnt, diese einzufangen und euch auf den Bildschirm zu tragen. Da ist noch mal eine Gruppe von Tieren, Seevögelchen. Und ich sehe hinten die Wildgänse.
liebe Leute, die wir aus meinem letzten Video kennen, da hat die auch schon gesagt, die sind hier geblieben, die sind nicht in den Süden gewandert oder geflogen. Die haben bevorzugt, hier zu bleiben. Und das ist wohl wahr gewesen, diese Vermutung. Die sind jetzt auch hier. Wir sind hier im Dezember. Heute ist ja der 6. Dezember. Und es ist ja auch wirklich Winter, richtig Winter, wenn wir uns auch schon gerade so umschauen. Ist das ja auch sichtbar zu sehen. Und die Gänse sind hier geblieben. Also das ist doch auch mal interessant, dass mittlerweile Wildgänse auch vorziehen, bei uns in unseren Graden zu überwintern. Ja, also das stimmt mit dem Nichtfüttern. Früher habe ich gedacht, Mensch, wieso machen die sowas? Aber jetzt mittlerweile habe ich Verständnis dafür, weil das Zufüttern den Tieren eigentlich mehr schadet. Also das ist jetzt wirklich mal mehr als interessant, meine Damen und Herren, liebe Leute. Also ich habe ja manches gesehen, aber im Winter Nachwuchs. Deswegen, jetzt weiß ich auch, warum die hier geblieben sind. Die konnten gar nicht in den Süden fliegen, denn die haben Nachwuchs. Ja, wie kommt das denn? Das gibt's doch gar nicht. Also ich muss sagen, das überrascht mich völlig. Das ist gar nicht typisch, dass die zu dieser Jahreszeit noch Nachwuchs ziehen. Das habe ich noch nie erlebt, noch nie gesehen. Also dann muss es denen doch hier wirklich sehr gut gegangen sein, dass sie genug Futter gehabt haben, dass sie es noch einmal gewagt haben, hier zu brüten. Also ich hoffe wirklich, dass die beiden Kleinen das schaffen, zu überleben, also den Winter. Also scheinbar, man sieht, die finden noch Futter. Also eine große Chance haben die auf jeden Fall. Eine verwirrte Taube haben wir auch noch hier. Eine einsame. Warum die jetzt ganz allein hier rum wandert, ist auch nicht zu verstehen. Die sucht auch gerade, die frisst auch gerade ordentlich was. Aber das ist ja wirklich, das sind die Eltern dieser Jungen. Sehr erstaunlich, sehr überraschend. Ich bin mehr als schockiert, wollte ich schon was sagen. Schockiert nicht, nein, das ist halt Naturwunder. So sehe ich das, liebe Leute, weil das nicht so oft vorkommt. Ja, da kommen schon Leute, damit ich... Ach ja, da. Das ist eine Wildtaube, aber eigentlich ist das keine Wildtaube in dem Sinne, weil ja Wildtauben, die wir so kennen hier aus der Stadt, das sind eigentlich verwilderte Haustauben, meine Damen und Herren. Das sind Tauben, Brieftauben, die jetzt irgendwie von den Wettbewerben nicht zurückkommen oder nicht nach Hause finden. Irgendwie verletzt sich irgendwo niederlassen und dann nicht mehr den Weg nach Hause finden und so weiter. Und so sind auch überhaupt die Stadttauben oder die Wildtauben überhaupt entstanden. Und so, dass sie sich dann auch hier kontrolllos oder einfach, ja genau, einfach nur vermehren konnten und man konnte das gar nicht mehr kontrollieren oder steuern. So, in manchen großen Städten gibt es schon so Taubenhäuser, wo man die Eier austauscht gegen Gipseier und so weiter, aber das ist leider nicht so sehr verbreitet. Also hier sind nochmal zuletzt die beiden Küken der beiden, ja, der Gänsefamilie hier. Das sind Kanadagänse, sehr hübsche, und ich gönne den beiden Babys hier wirklich, dass sie den Winter überleben. Wo ist denn der zweite? Das ist der zweite. Das ist dann der erste. So, mit diesen Bildern wollen wir hier diesen Bereich des Parkes verlassen und einfach mal im Park weitergehen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch ein paar schöne Bilder mit dieser wunderschönen, herrlichen Schneepracht für euch einfangen können. Also, wenn man nach oben schaut, obwohl man hat uns ja immer wieder gewarnt, bei Schnee soll man ja nicht im Wald spazieren gehen. Hier nochmal eine kleine Entenfamilie, die auch da wahrscheinlich eine Futterquelle entdeckt haben. Fleißig am Futtern sind, ihr seht, also ich mache mal ein bisschen näher dran das Ganze. Ihr seht, die müssen da wirklich eine ordentliche Futterquelle gefunden haben, dass die da fleißig am Mampfen sind.
Aber ich wollte euch den Teich nochmal unbedingt aus dieser Perspektive zeigen, liebe Leute. Das sieht wirklich sehr malerisch aus, sehr eindrucksvoll aus. Und das wollte ich nochmal einmal, bevor wir diese Ecke des Waldes verlassen, dann euch zeigen. Also die Möwen sind wirklich die aggressivsten Vogelarten, glaube ich. Immer wenn sie irgendwo Futter gesehen oder gesichtet haben, stürzen sie sich alle drauf zu. Und der da am Futter als erster da war, da schreit er dann so was von laut, dass die anderen angeblich fernbleiben sollen. Deswegen gibt es da so ein Kreischen, wenn Möwen zusammenkommen. Was war das? Irgendwo ein Knall war das, wo sich die Enten gerade zu Tode erschreckt haben. Die Armen, da hinten sieht man noch die Enten teilweise, die sich erschreckt haben. Ja, dann. Ja, diese wunderschöne Zeit oder diese Aussicht nutzen auch viele Menschen, um hier wirklich auch mal Spaziergänge zu machen. Wir sehen gerade hier wirklich jede Menge Leute, die auch diese Situation und diese Schneepracht hier im Wald genutzt haben und einmal hier einen schönen, erholsamen Spaziergang machen. Es ist nicht kalt, es ist einfach ja angenehm. Man kann wirklich einen schönen Spaziergang machen. Gestern waren wir noch am Südstrand, trotzdem, wir wollten das auch mal da noch einmal sehen. Dann haben wir auch die Brücke noch gesehen, wie sie in Aktion war, wie sie sich geöffnet und auch wieder geschlossen hat. Das habe ich auch gefilmt. Für diejenigen, die sich vielleicht mal auch für diese Attraktion interessieren, wie sich diese Brücke mal immer sich gefragt haben, wie sich diese Brücke öffnet, die können sich das Video noch mal gerne anschauen. Aber da, was ich sagen wollte, ist, da war das einfach sehr eisig kalt, windig. Also das, was man gespürt hat, war deutlich kälter. Hier ist man so ein bisschen auch windgeschützt, wettergeschützt. Und man genießt einfach wirklich nur die Aussicht. Und es ist doch ein bisschen wärmer als gestern. Diese Bilder oder die meisten Bilder versuche ich unkommentiert zu lassen, liebe Leute, damit ihr so auch wirklich nur die Pracht genießt. Und wundert euch nicht, warum auf einmal Funkstille ist, wenn mal teilweise nichts gesagt wird. Denk mal, dieser Anblick ist auch herrlich. So, wenn wir den Brunnen auch nicht im Winter einmal uns angeschaut haben, dann weiß ich auch nicht, das sollten wir uns dann noch mal lieber anschauen. So sieht der Brunnen, der Friesenbrunnen im Winter aus. Er fließt immer noch, selbst im harten Winter, meine Damen und Herren. Ja, ist auch mal, wie gesagt, schön, diesen Brunnen nicht nur in der grünen Pracht im Sommer zu erleben, sondern aber auch mal im Winter in der weißen Pracht. Für die, die Romantik und die Ruhe lieben, hoffe ich, das hilft das ein bisschen mit diesen Bildern, diese Sehnsucht zu erfüllen, als Ersatz quasi für diejenigen, die nicht selber hier sein können, jetzt im Winter zumindest. Hoffe ich, war das eine gute Maßnahme, dass ich spontan meine Kamera gezückt habe und hier versucht habe, ein paar schöne Bilder
für euch einzufangen. Also eins ist sicher, diese Pracht wird sich nicht lange halten, denn man merkt schon, der Schnee von den Bäumen, der schmilzt jetzt immer intensiver wieder runter. Ich weiß nicht, ob man das teilweise auf den Bildern erkennen kann oder sehen kann. Deswegen war das vielleicht umso richtiger, heute hier spontan diesen kleinen Filmdreh ja, für meinen YouTube-Kanal und für meine Zuschauer zu fabrizieren, liebe Leute. Wir bewegen uns auf den nächsten großen Teich zu, den wollen wir uns auch mal ein bisschen anschauen mit ein paar schönen Bildern und dann sollte das Video, denke ich mal, reichen in der Länge. Das soll ja auch nicht zu lang werden, denn es soll ja spannend bleiben. Ich habe hier gerade noch mal so eine Entenfamilie gesehen, aber was ich gesehen habe, ist, dass eine Ente sich von der Menge abhebt. Guck mal, die weiße, das habe ich auch nicht so oft gesehen. Da ist noch eine schwarze hinten, wirklich mal sehr hübsch. Die habe ich wirklich hier so oft gar nicht gesehen. Deswegen war das vielleicht mal nicht uninteressant, die jetzt auch mal bildtechnisch mit einzufangen. Ja, der Bach ist so ein Schwimmbecken wahrscheinlich für die Enten. Sehr schön, sehr naturell belassen. Aber ich werde auch gerade zugestimmt von den Bäumen mit Schnee, während ich die Aufnahmen mache. Meine Damen und Herren, werde ich ja vom Schnee in kleineren Mengen, ja, erschlagen will ich nicht sagen, aber getroffen. Das hört sich vielleicht besser an. Man merkt auch, das ist nicht mehr Schnee, das ist schon nass Schnee, das ist schon fast Regen. Also das schmilzt schneller weg. Ist eigentlich schade. Ich hätte es mir schon gegönnt und gewünscht, dass sich diese Pracht jetzt ein paar Tage hält. Vielleicht sogar bis über Weihnachten. Dass man vielleicht auch mal zu Weihnachten hier mal einen schönen Spaziergang in der weißen Pracht hätte machen können. Das würde ich mir natürlich wünschen. Aber so wie die Schmelzintensität sich hier angesetzt oder angesetzt hat, würde ich doch dabei bleiben bei der Ausführung. Wird das wohl nicht lange dauern, dass das auch erhalten bleibt. Wie gemütlich die dann da daher schwimmt. Der Enterich. Der Teich ist teilweise zugefroren und das kommt natürlich den vielen Seevögelchen zugute und können auch mal da drauf laufen. Das ist dann auch mal für die Tiere eine irritierende Abwechslung, denke ich mal, dass sie auch einmal auf dem Teil laufen können, auf dem sie immer geschwommen waren. Ich weiß nicht, ob die dann auch den Unterschied jetzt auch so verstehen würden. Wahrscheinlich ja, weil die das vielleicht auch vom letzten Winter oder so kennen. Aber die Jungen, die jetzt dieses Jahr erst zur Welt gekommen sind, würde ich mal gerne wissen, wie die dann bei so einem Wetterwechsel denken und damit umgehen. Ja, also wirklich sehr malerisch, der Anblick. Hier ab in den Teich. Hoppla. Ja, ich denke mal, denen geht es hier, liebe Leute, im Winter genauso gut wie auch im Sommer. Auch das Sommervideo habe ich auf meinem Kanal für diejenigen, die sich für den Kurpark interessieren oder für Natur interessieren. Die können sich auch mal gerne das Video vom Sommer anschauen, um zu vergleichen, ja, wie sah es denn nochmal im Sommer aus. Für diejenigen, die vielleicht auch mal einen Ausflug hier nach Wilhelmshaven planen oder so, könnten diese Bilder eventuell auch mal eine Planungshilfe sein, hoffe ich. Um auch vielleicht mal besser zu entscheiden. Da kann man ja dann überlegen, ja, ob es dann sich lohnen würde, hierher zu fahren oder nicht. Ich sage mal, wenn ich solche Bilder vorher auch gesehen hätte, dann auch eine Entscheidung treffen müsste, hätte ich auf jeden Fall gesagt,
Hey, ja klar, da sollen wir mal auch hin. Das sieht ja einfach herrlich aus. So, ich will euch nur noch mal kurz ein weiteres Paar Wildgänse zeigen. So zum Schluss hin. Also wir hatten ja vorne vorhin eine Gänsefamilie mit Nachwuchs gesehen, mit Babys. Hier ist wohl ein zweites Paar. Also ist meine Theorie vielleicht doch noch mal zu hinterfragen, weil ich hatte gedacht, vorhin wegen der Babys oder so sind die geblieben, nicht in den Süden geflogen. Aber hier ist noch ein weiteres Paar und die haben keinen Nachwuchs dabei, sodass ich davon ausgehe, dass diese Gänse doch noch bevorzugen, ja freiwillig, ob mit Nachwuchs oder ohne, hier in unseren Graden, also hier vor Ort auch zu überwintern. So, nochmal einen Blick zurück erhaschen. Und dann machen wir mit diesen Bildern auch Schluss, liebe Leute, denn ich denke mal, wir haben genug gesehen und die Bilder würden sich jetzt auch in den nächsten Abschnitten des Waldes wiederholen. Ich wollte euch mal spontan und kurz, jetzt aber auch ohne, dass ich dieses Video überarbeiten werde, Versprecher und etc., falsche Aussagen bitte jetzt dann auch schon mal zu entschuldigen. Ich werde dieses Video in dieser Konstellation, wie ich es gerade gefilmt habe, dann auch hochladen. Und in der Hoffnung, dass es euch auch gefällt, liebe Leute, ich habe versucht, wirklich das, was ich hier empfunden habe, auch hier einzufangen und euch zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, lasst mal ein Abo da und ein Like. Und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles Gute und tschüss.